armes Deutschland. Der Titel oder das Projekt an sich? Der Titel. Oh Gott, ich weiß nicht, ob du schon mal in solchen Spiegel-Online-Foren oder Süddeutsche oder Weltisch irgendwo um... Genau, ey, alle paar Postings irgendwie, armes Deutschland. Egal, was los ist, so immer ist armes Deutschland. Und ich fand diesen Begriff einfach so lächerlich. Und früher dachte, waren das so die Leute, die mit Hut Auto gefahren sind, die zu, immer wenn irgendwo ein Punk oder so auf der Straße ist, armes Deutschland! Aber glaubst du auch faktisch, dass, dass Deutschland arm ist für die Politiker, die es hat? Weil also ich jetzt als jemand, der aus Österreich kommt, kann nur sagen, es geht auch schlimmer. Es geht immer schlimmer, aber das ist auch ein Argument, das habe ich nie verstanden, wenn Leute ankommen und sagen so, ja, das ist ja oft so ein Ding. Ne? Dass Leute sagen, ja, guck mal nach Djibouti und guck mal irgendwie nach, was weiß ich, in irgendwelche dritte Weltländer. Von wegen so, ja, bei denen ist ja noch alles viel, viel schlimmer und so weiter. Und natürlich ist das bei denen schlimmer. Und natürlich, wenn du die Liberia reinziehst oder so, ist das kein Vergleich irgendwie zu Deutschland so, ne? Aber... Punkt 1, so seit wann orientieren wir uns immer so nach unten? Ja, dass wir sagen so, ey, keine Ahnung, wenn da jetzt irgendwie in Afghanistan alles scheiße ist, warum beschweren wir uns denn hier und so? Ist doch alles gut. So kommst du aber nicht weiter. Und ich finde gerade, was so diese Deutschen immer so auszeichnet, ist immer dieses Meckern, Nörgeln, nicht zufrieden sein. Es wird nichts. Zu wenig, Mann. Das ist natürlich so auf der zwischenmenschlichen Ebene echt anstrengend. Aber auf dem politischen Feld, finde ich, ist es durchaus angebracht, dass man sagt, okay, wir sind vielleicht an einem Status als Land, der uns natürlich weltweit gesehen exponiert dastehen lässt, aber das ist ja trotzdem kein Grund, dass wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, so, das war's jetzt, Leute. Du zeigst ja so ein bisschen auch das Groteske auf, das in der Politik passiert. Machst das, finde ich, auch, das ist eine ganz tolle dramaturgische Darstellung von besonders absurden Aussagen oder Entwicklungen. Hast du denn das Ziel, damit was zu verändern, oder hat es einen gewissen Unterhaltungsaspekt auch? Ist es politische Bildung? Wo würdest du es denn einsortieren, was du da treibst? Also zuallererst mal ist es einfach ein sehr egoistisches Unterfangen von mir, weil mich persönlich das einfach unterhält. So. Ich finde das einfach sehr lustig, was in der Politik so passiert. Für mich ist das in erster Linie Entertaining, wenn ich mir reinziehe, wie... die CSU zum 500. Mal sich irgendwie lächerlich macht und so. Ich finde das einfach lustig. Das hat für mich so den Status von so einer Comedy-Serie teilweise. Finde ich einfach lustig. Und zum anderen natürlich steckt aber auch ein bisschen mehr dahinter, dass wir haben ja gerade schon darüber geredet, über dieses, Politik sollte sich nicht so zurücklehnen, sondern immer auch ein bisschen an sich arbeiten. Und mir an sich ist Deutschland ja auch nicht egal. Also ich finde Deutschland sehr wichtig, weil sonst würde ich mich nicht hinstellen und diese ganzen Zeitungen lesen und Magazine mir reinziehen. Dein Lieblingspolitiker, den hast du ja in einen Goldrahmen gestellt. Ich weiß gar nicht, ob man ihn im Bild gerade sieht. Okay. Der Innenminister der Herzen, sagst du. Ah, wirklich meines Herzens auf jeden Fall. Und ich finde Hans-Peter Friedrich, dieses Bild ist auch so wunderbar von ihm. Klasse Typ, also das ist für mich halt wirklich so der Prototyp eines Schwachmaten sondergleichen, also was der schon alles geleistet hat sich, also natürlich in der NSA-Affäre, aber dann später auch nochmal als Landwirtschaftsminister, und wie kann man als Landwirtschaftsminister eigentlich auf die Fresse fallen, das ist auch so geil. Ich vermisse ihn, ich würde mir auch wieder schöne Pressefotos von ihm wünschen, ich sollte an der Stelle vielleicht eins einblenden oder so. Unfassbar toller Kerl, also schön, fast so schön wie Christian Wolff. Also dann schließen wir mit der Forderung, Hans-Peter, komm bitte zurück. Frau Bundespräsident, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, finde ich schön. Wird auch mir den humoristischen Alltag vielleicht ein bisschen leichter machen hier und da. Das vielen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein durften, und vielen Dank für das Gespräch. Okay, super. Dann noch ein klischeehafter Händedruck mit Lächeln. Okay. Sehr gut. Klasse. Vielen Dank.